Es ist St. Martin. Oben, da leuchten die Sterne, obwohl ist eher tristig. Hier unten, da leuchten die Laternen. Ein schöner Brauch mit Mantel, Gans und Weckmann, mit Martins Feuer später auch noch und natürlich einem Umzug. In Bonn haben wir es gesehen, in Lengsdorf wird in diesen Minuten ja noch umgezogen, kann man gar nicht mehr sagen. Man zieht zum Feuer und irgendwo da mittendrin ist auch mein Kollege Papa Tittelbach. Oh ja, und Ralf, du kommst gerade noch rechtzeitig. So langsam lässt nämlich das Feuer hier in Lengsdorf schon nach. Vorhin war das so herrlich. Das brannte besser, als man sich's bei jeder Kamin-DVD hätte vorstellen können. Aber die Lengsdorfer sind zahlreich erschienen und sie haben die tollsten Laternen mitgebracht. Was ist denn dein Modell? Papa, was ist nochmal mein Modell? Dein Modell ist eine Martinsgans. Eine Martinsgans mit richtig schönen Federn dabei. Was hast du dabei? Du hast Sterne gebracht. Und Husten hast du auch noch mitgebracht. Guck mal, das haben wir hier auch. Das ist ein Auto. Und wir haben hoffentlich textfeste Eltern heute Abend dabei. Wie klappt's denn mit den St. Martins-Liedern? Noch ein bisschen trainiert? Heimlich, ja. Ein bisschen. Im Schnee saß. Im Schnee saß, im Schnee da saß ein. Vika, sing mit. Okay, also der funktioniert. Wie ist es mit The Hill is Ente Mates? Das war ein jude Mann, der joft die Kinderkette und stoch sie selber an. Also das Liedgut ist vorhanden, tolle Laternen haben wir auch. Ein klasse St. Martins Umzug. Heute um 18 Uhr ging es los. Wir haben ein paar Bilder vorbereitet. Da hieß es dann hier anzünden, auch für die allerkleinsten. Und dann 1,5 Kilometer Fußmarsch für 1000 Kindergarten- und Schulkinder. Und das hier, das ist einer der ältesten Trompetenspieler, die es überhaupt in Bonn gibt. Da konnte St. Martin fast nicht gegen anstinken. Ja, und dann sind das hier die aktuellen Trends. Wir haben Drachenmodelle, wir haben Knallbonbons gesehen und wir haben auch VW-Büsschen gesehen. Das ist also im Moment in Lengsdorf die Laternenmode. Und vielleicht ein bisschen was Historisches noch zu dem St. Martinsfeuer. Was hat das bitte schön mit St. Martin zu tun? Ja, da hat sich die katholische Kirche diesen Brauch bei den Heiden gekidnappt. Das war früher vom Erntedankfest oder vom Wintersonnenfest, haben das die Heiden gefeiert und das fand die katholische Kirche so toll. Da haben die im Kalender nachgeguckt, welchen Heiligen haben wir denn? St. Martin und Batsch hat er dann das St. Martinsfeuer angedichtet bekommen. Der St. Martin heute Abend hier, das ist, wenn wir ehrlich sind, es ist die B-Besetzung. Gerhard Loss, Sie haben es heute Abend, hatten heute Ihre Premiere. Warum? Genau. Ja, ich bin heute das erste Mal der St. Martin hier in Lengsdorf, weil ich meinen Kollegen vertreten musste, der gesundheitliche Probleme hatte. Wir können es ehrlich sagen, er hat Rücken. So, und genau. Was macht denn der Puls vom St. Martin? 1,5 Kilometer sind Sie jetzt hier geritten. Ja, so langsam wird's wieder. Also der Anfang war schon schwierig, aber es ist schon in Ordnung, es geht wieder. Jetzt mal ehrlich, so ein tolles Gefühl, wenn einem die Kinder so anhimmeln. Ja klar, wenn man in die leuchtenden Augen guckt, das ist schon eine ganz tolle Sache. Die Kinder, die sind ja wirklich mit Leib und Seele dabei und das ist schon toll. Super. Auch mit dem Pferd jetzt, das ist schon prima. Da gucken die Kinder natürlich drauf und fragen auch oft danach. Ich merke, Sie haben ein bisschen Blut geleckt. Das heißt, der andere St. Martin, der ist inzwischen Geschichte. Ab jetzt machen Sie das in Lengsdorf. Nein, 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 um Gottes Willen. Das war nur eine Vertretung, die ich aber sehr gerne gemacht habe. Gerhard Loss, vielen, vielen herzlichen Dank. Einen schönen Abend noch. Ja, hier geht es jetzt also ein bisschen weiter noch. Gleich ist das St. Martinsfeuer wahrscheinlich aus. Aber es steht ja noch vieles an. Also die Kinder gehen dann gleich wieder von Tür zu Tür und werden dann Süßigkeiten einsammeln und hoffentlich auch so nett singen wie gerade eben unsere Familie hier in Lengsdorf. Dankeschön, Sebastian Tittelbach. Wir merken zwei Dinge. Also wir können den Kollegen dieser Tage noch zu den anderen Zügen schicken. Er ist textsicher und kann Nachhilfe geben. Naja, und das Leid dieser Erde hat also St. Martin. Der hat Rücken durch das Pferde. Aber die B-Besetzung auch eine klasse Wahl.